Moin und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma, wo wir uns auf den Weg zum nächsten Turm machen, den wir hier finden, Turm Nummer 4. Und in Turm Nummer 4 gibt es einige nette Sachen, die man mitnehmen kann, muss, sollte. Aber erstmal haben wir hier vom Turmwächter, der uns gerade gesagt hat, dass, wie heißt es, dass er es nicht erwartet hätte, dass wir so weit kommen, oder dass er erstaunt ist, dass wir so weit gekommen sind, bekommen wir nochmal ein paar Magier in den Weg gelegt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ab jetzt sollte ich mich auf meinen Kommentar vielleicht konzentrieren. Naja, auf jeden Fall ist es eines unserer Ziele, da gleich runterzuspringen. Ich will aber noch kurz gucken, ob wir hier noch irgendwo Kristalle hatten oder Schätze, die wir mitnehmen können. So. Ich glaube aber, hier war nichts mehr. Naja, gucken wir hier unten noch hin. Ne, hier waren nur Magier und eine Seele, die wir befreien können. Dein Mut wird auf die Probe gestellt. Bewähre dich. Ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht einfach mal hier runterspringen sollten. Oder besser gesagt, dass wir halt den Mut haben sollten, einfach mal blöd in ein Loch zu springen, was uns in diesem Fall sogar weiterbringt. Ah. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier. Zumindest war das der Plan. Timing und so. Jetzt werden wir angestarrt, aber wir erwidern den Blick und dadurch wird er gelähmt. Dafür erreichen wir Level 5. Und unsere Werte erhöhen sich alle. Und als erstes, hier unten gibt es halt 4 Löcher und wir wollen in das Loch, ich glaube unten links oder oben rechts springen. Oben rechts ist etwas kürzer. Deshalb springen wir hier runter. So. Und hier. Und dann können wir hier oben lang. Wo nochmal die netten Viecher sind, die uns immer gerne rösten wollen. Und hier geht es dann nach oben. Und hier sind wir wieder in dem Raum mit den 4 Löchern, nur dass wir jetzt eine Ebene weiter oben sind. Wenn wir da runterspringen, kommen wir wieder zu den Löchern. Das wollen wir gerade aber nicht machen. Wir kümmern uns erstmal nochmal um den Wächter. Um den Zauberer kümmern wir uns und plündern diese Truhe mit 44 Talern. Und auf der anderen Seite ist auch noch etwas. Natürlich auch hier mit einem Wächter. Und ohne das Traumsiegel können die Typen wirklich nerven, weil ihr habt ja schon gesehen, die schicken einen manchmal wieder an den Start des Turms zurück. Das ist nicht so schön. Was wir auf jeden Fall jetzt machen wollen, ist hier die Treppe weiter nach oben gehen. Dieser Weg hier ist zwar komplett optional, aber es gibt ein paar nette Schätze da, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und hier ist wieder der Wächter, unser Freund, der mich diesmal wieder erwischt. Und da ist noch ein Wächter. Und wir werden wieder gerüstet. Die Taler nehmen wir natürlich mit. Und dann wollen wir, glaube ich, hier rüber gehen. Nicht wirklich, oder? Das heißt, wir müssen den Weg jetzt nochmal gehen. Das ist ja doof. Das nur, weil man nicht genau richtig auf dem richtigen Pixel stand. Aber diesmal machen wir es dann ein bisschen kürzer. Wir nehmen hier nicht alle Gegner mit, sondern nur so viel, wie wir gerade irgendwie schlagen müssen, um hier durchzukommen. Und hier die Treppe hoch, dann sind wir auch schon da, wo wir eben abgestürzt sind. Nee, wir müssen nochmal die Treppe hoch, um dahin zu kommen.
Der Wächter ist uns dann jetzt mal egal, der Wächter auch. Die Dinger nehmen wir kurz mit. Und ich renne natürlich noch in die Kugel rein. So, und jetzt genau den richtigen Pixel erwischen. Damit wir hier an den Kristall kommen. Und das war noch nicht alles, was wir hier bekommen können. Denn es gibt... Na. Er starrt uns nochmal an. Aber wir erwidern wieder den Blick. Und hier gibt es noch zwei Truhen. Einmal mit einer Wunderknolle, die mehr heilt als seine Heilknolle. Und ein Vitalelixier. Und das Vitalelixier wollen wir direkt benutzen. Genau. Denn das erhöht unsere Vitalität. Sprich, wir bekommen 5 KP, wenn wir es benutzen. Das ist sehr, sehr gut. Und dann können wir hier, glaube ich, direkt runterspringen. Jo, das machen wir auch einfach. Denn jetzt sind wir richtig, wenn wir hier wieder runtergehen. Und als nächstes wollen wir dann... Na, nehmen wir kurz das Loch unten rechts. Ich glaube, auf der Ebene darunter gibt es nichts Wichtiges mehr. Oh. Na, 4 dieser Viecher können nerven. Na komm, die Herausforderung nehme ich an. Ihr müsst alle sterben, weil ihr mich genervt habt. Und jetzt sind wir auf dem Weg, auf dem wir lang gehen müssen, um dahin zu kommen, ja, wo wir dann auch den nächsten Kontinent erwecken können. Dafür geht es hier wieder die Treppen hoch. Auch hier treffen wir noch einen Magier. Und ich glaube, wenn man hier ins Loch springt, dann kommt man wieder zurück zum Eingang. Wollen wir aber nicht. Wir wollen lieber nochmal hier so einen Wächter töten. Und Schätze sammeln. Denn hier haben wir den Kristallfaden. Den brauchen wir auf jeden Fall. Damit geht es sonst nicht im nächsten Turm weiter. Beziehungsweise wir müssen erst noch was mit dem Kristallfaden machen, bevor wir dann in den nächsten Turm können. Dann wollen wir hier rüber gehen. Auch hier wollen wir natürlich nicht abstürzen. Und den Kristall nehmen wir mit. Und dann sind wir auch schon... Arg, ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, wir sind schon kurz vorm Raum mit den Kontinenten. Und hier haben wir noch einen kleinen Bosskampf. Hier müssen wir Hubas von der Schlange abschlagen. Na komm her. Es geht doch. Natürlich sollte man sich dabei nicht zu blöd anstellen und hier habe ich eine gute Gelegenheit verpasst, so ein Ding abzuschlagen. Na, noch eins. Taler nehmen wir gerne mit. Und da schlagen wir den nächsten ab. Und hier schlagen wir noch einen ab und dann fehlt uns auch nur noch einer. Und wenn wir den letzten hier noch treffen, dann explodieren alle. Und das Ganze hier ist geschafft. Jetzt kann man hier zwar noch ein bisschen rumrennen, aber es passiert nichts mehr. Man findet hier auch nichts mehr. Man kann noch gegen die Wände rennen. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank. Ich danke dir. Und jetzt kommen wir in den Raum. Um einen neuen Kontinent aus den Tiefen des Meeres wieder zu erwecken.
Nordamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Und wir haben einen Haufen Dorfbewohner, die auch wieder zum Leben erweckt werden. Und unser nächstes Ziel ist dann jetzt Krista. Denn wir haben ja noch den Kristallfaden und den wollen wir unserer Freundin Melina geben. Also direkt in die Weberei. Dieser Faden, er ist wundervoll. Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass dich das kräftigen und schützen wird. Alles klar. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Ach, du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruh dich aus. Besuch mich dann morgen wieder. Das machen wir. Wir gehen nach Hause und legen uns schlafen. Und ich glaube, es lohnt sich sogar, jetzt mal kurz hier in den Laden zu gucken. Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Er ist immer noch zu Eiserstaat. Was wir wollen, ist das hier kaufen. Und da wir momentan doch sehr viel Geld haben, möchte ich hiervon ein paar einstecken. Ah, das ging aber so auch noch ganz gut. Ah, zwei Stück noch, dann haben wir noch ein bisschen Raum, falls wir was finden. Davon können wir auch mal vier Stück holen. Und dann... Verzeihung. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Bett. Das Spiel speichern wir kurz. Und hier muss man schlafen gehen, damit wir hier in der Nacht wieder aufwachen. Und scheinbar nicht so gemütlich. War wohl keine gute Nacht. Naja, wenn wir schon die neue Wachtel haben, dann möchte ich sie auch kurz ausrüsten. Hat nochmal einen mehr Schaden. Und hier schläft alles. Und ist auch ganz still. Selbst die Musik ist ausgeschaltet. Hier hört man nur ein paar Vögel. Okay, und uns gegen Bäume rennen. Das hört man auch. Und wir reden nochmal mit Melina. Ihr Götter, erhöret mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an, schützt Ark vor Verletzung. Und bitte bringt ihn bald wieder zurück. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Ark, hol dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen, wenn die Weste fertig ist, Ark. Das wirst du doch nicht tun, oder? Ja, natürlich wär's toll zu sagen, natürlich nicht, aber ich antworte mal mit weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzige ist. Es muss da draußen mehr geben, viel mehr. Ich verstehe. Ark, du bist anders als die übrigen Leute des Dorfes. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin, egal wo du auch bist. Vergiss das bitte nie. Du hast noch etwas Zeit. Hol dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Und das machen wir in der nächsten Folge. Denn heute haben wir schon so ein bisschen überzogen. Ich wollte das aber kurz noch mit reinnehmen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.